Und nochmal darauf. Juhu, das ist gelöscht. Gut. Jetzt ist aber die Frage, was sollen wir da jetzt noch machen? Uns bleibt ja noch dieser komische Rest da jetzt übrig. Sollen wir das irgendwie abtransportieren? Irgendwie mit einem Fahrzeug? Oder soll das jetzt da so bleiben? Die Leute sagen, ich hätte Probleme. Wer kann mir helfen? Probleme? Ja, wegen diesem eingestürzten Gebäude wahrscheinlich. Holen wir uns mal kurz einen Handwerker. Vielleicht kann uns der irgendwie helfen, das Ganze wieder aufzubauen. Nee, sieht nicht so aus. Dann kommst du wieder weg. Also wenn du nichts machst, kommst du wieder weg, Handwerker. Aber scheinbar macht er nichts. Er will uns nicht helfen. Er will uns in diesem Elend lassen. Er will weitersehen, wie wir uns quälen. Wie wir uns über die Runden schlagen. Klettern. Ach, ich glaube, ich habe da irgendwas übersehen gehabt in der Aufnahme. Wir hätten da klettern können, sehe ich gerade. Da stand irgendwas mit Klettern. Ist das irgendwie so ein... Das ist doch kein Kletterparcours. Also ich weiß nicht, was hätte uns das Klettern jetzt gebracht. Leider habe ich es nicht hingekriegt. Wie ihr seht, ich habe es da jetzt nur... Ich gucke es mir ja gerade nochmal an, aber ich habe es vergessen. Schade. Auf jeden Fall hätten wir bestimmt da klettern können. Nur leider habe ich es natürlich jetzt verpeilt. Die Aufnahme ist natürlich schon gelaufen. Aber ein Glück ist das Videomaterial noch da. Ich glaube, sonst habe ich mich dumm und dämlich wieder geärgert, wenn das beides wieder vor Schutt gegangen wäre, wenn das wieder alles dem Erdboden gleichgemacht wäre. Aber es ist zum Glück nicht ganz so dramatisch. Und wir haben hier noch so ein bisschen nebenbei die Unterhaltung. Ich quatsch euch mit irgendwelchen Dingen zu. Jetzt würde ich eigentlich am liebsten noch so eine kleine Facecam inzwischen schalten. Wäre wahrscheinlich eine ganz interessante Sache gewesen. Aber leider haben wir das Problem. Wir haben hier keine Facecam. Doch, ich habe eine Webcam, habe ich hier noch irgendwo rumliegen. Aber... Doch, ich könnte die auch oben auf meinem Bildschirm hängen. Beziehungsweise festklemmen. Also nicht hängen, sondern wirklich regelrecht festklemmen. Nur das Problem wird sein, wie kriege ich die auf die Dauer, dass das so Video so filmt. Das ist das Problem. Ich könnte natürlich auch theoretisch meine Digitalkamera da oben hinstellen. Nur das Problem ist, ich glaube, die hat auch nicht mehr so jetzt die hammermäßigen Funktionen. Obwohl, ich muss das mal genau einstellen, so HD-mäßig. Sie hat nämlich HD. Könnte ich eigentlich auch ausprobieren. Ich könnte die mal kurz holen. Vielleicht mal so eine kleine Zwischensequenz oder irgendwie so. Wäre doch vielleicht eine kleine Möglichkeit. Ich weiß nicht. Soll ich es mal kurz ausprobieren? Ansonsten würde ich die mal kurz holen. Ich weiß, es passt jetzt hier überhaupt nicht zum Video. Aber es ist auch mal so ein bisschen dämlich, immer so zum Video zu reden, wenn man nicht genau weiß, ja, wie man in dem Moment gehandelt hat. Vor allem, wenn die Aufnahme schon wieder ungefähr eine Woche her ist. Aber ich hole mal kurz meine Digitalkamera. Ich guck mal kurz, ob ich da noch irgendwas hinkriege. So, jetzt habe ich sie mir mal geholt und dann muss ich mal kurz gucken. Knirsch, knirsch, knirsch. Dann machen wir uns die mal auf. Und ich könnte jetzt mal gucken. Oh, das ist blöd hier mit dem... Mit dem Mikrofon. Dann muss ich da jetzt gerade so kurz quer irgendwie durchlutschen, dass ihr mich auch noch versteht, aber ich auch gerade mal die Digitalkamera irgendwie sehe. So. Was können wir uns denn jetzt hier einstellen? Was wird uns hier geboten? Ich müsste mal in die Videoeinstellung. Ich muss das mal richtig einstellen. Soweit ich weiß, habe ich da noch irgendwas verdaddelt. Da gucken wir mal kurz. Alter, was sind denn jetzt die Einstellungen? Das ist das Menü. Ah, da haben wir es ja schon. So, Aufnahmemodus auf Auto. Qualität. Vielleicht sollten wir mal einen Blick in die Qualität. In die Qualität setzen. Super fein, fein, normal. Es ist super fein eingestellt. Ist das jetzt positiv oder negativ? Müsste okay sein. Aber ich glaube, das Format ist noch falsch. Und wenn das Format falsch ist, dann haben wir hier irgendwie ein kleines Problem. Aufnahmemodus, Selbstauslöser. Da oben sind noch mehr Einstellungen. Das ist der Selbstauslöser. Aha, Datum, Zeit. Ach, Alter, wo ist das denn? Denn ich habe das schon mal kurz, so mal ein kurzes Dings mal aufgenommen, aber ich habe gesehen, dass irgendwie das so leicht ist. Beziehungsweise das Videoformat nicht so ganz perfekt ist, wie es sein soll für
1280 mal 720. Deswegen dieses Anliegen. Aber irgendwie. Aufnahmemodus Auto. Modus zum schnellen und einfachen Aufnehmen von Bildern. So, dann haben wir hier Sprachaufnahme. Löst automatisch eine Aufnahme aus, sobald ein Gesicht erkannt wurde. Ja, das finde ich auch geil. Löst automatisch eine Aufnahme aus, sobald zwei Gesichter erkannt wurden. Da kann man das ganz alles Mögliche bearbeiten. Text. Ist auch geil, man kann da schon einige Sachen mitmachen. Ja, okay. Schnee, Feuerwerk, Kinder. Achso, dass wir das Ganze so ein bisschen stabilisiert. Ja, gut. Aber ich wollte doch jetzt wissen, wie man das jetzt hinkriegt hier. Das richtige Format. Aber irgendwie wollen die mich nicht lassen. Aber ich bin jetzt auch im Menü gewesen. Also irgendwie mehr gibt's ja nicht. Mehr gibt's ja nicht. Mehr gibt's ja nicht. Autovorschau an, aus. Ich laber euch jetzt hier mit irgendwelchen Informationen zu, mit ihr überhaupt nichts anfangen könnt. Ich weiß es. So, jetzt nimmt er auf. Ah, das ist... Nee, funktioniert so nicht. Alter, ich wollte das doch noch irgendwie einstellen. Das muss doch irgendwie noch funktionieren. So, dieses 1-Sekunden-Video kann natürlich jetzt kurz gelöscht werden. Den brauchen wir natürlich jetzt nicht. Alter, ich verstehe das gerade nicht. Sonst könnte ich ansonsten auch so eine kurze Aufnahme machen, aber es wäre natürlich halt nichts für die Dauer, sondern immer nur mal kurz, um die Cam irgendwie einzublenden. Aber, ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Ob es klappt. Ich könnte es ja mal kurz ausprobieren eigentlich. Na, gehen wir mal kurz nochmal auf Menü. Ich muss mir da nochmal durchluschern hier. Zack, zack, zack. So, Strom sparen, LCD-Abdunklung. LCD-Helligkeit, Datei, TV-Ausgabe, nee, für den TV-Anzeigemodus, da haben wir es doch. Anzeigemodus an. Was ist daran jetzt anders? Ach so, da stehen die FPS, aber das ist auch immer nicht das richtige Format. Ich bin immer noch mit dem Format am Kämpfen. Oder muss ich hier eine andere... Autofokus? So. Passiert nichts. Da kann ich mehrere Bilder auf einmal machen. Gut. Ja, aber ich finde das irgendwie jetzt gerade nicht so ganz, wie es sein soll. Das ist natürlich auf Autofokus. Autofokus immer am besten. Alter, ansonsten schmeiße ich mal kurz das Video hier rein. Und versuche es einfach mal vielleicht mit einzublenden. Ob es gleich funktioniert, weiß ich nicht. Wartet mal kurz. Ich muss noch mal kurz. Ich könnte zum Beispiel jetzt meine Audacity-Spur filmen. Bringt uns nur nichts. Oder scribbeln wir uns noch mal hier separat nebenbei. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten versuche ich es einfach mal kurz. Gucken, ob die Aufnahme nicht läuft. So, ansonsten filme ich jetzt nochmal so nebenbei. Ob es jetzt gerade funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das einfach alles so bestimmt so eine richtig wackelige Angelegenheit. Und weil es einfach alles nur so nebenbei ist, weil ich hier einfach nur mal so nebenbei rumrede. Wahrscheinlich sieht es total käsig jetzt gerade aus, wenn ich hier so mit einer Hand so die Kamera hochhalte und irgendwie jetzt reinrede hier. Ob ihr es jetzt seht oder nicht, ich weiß es nicht, werde ich im Nachhinein sehen, wie es so geworden ist, wie es so einigermaßen aussieht. Ob man das dem Publikum zumuten kann, wenn das dann so der Fall ist. Wenn das dann funktioniert, ansonsten wird die Cam einfach wieder draußen gelassen und ihr werdet mich nicht sehen. Wie auch immer, werden wir dann ja gleich sehen, wenn das Ganze dann hier so einigermaßen vorbei ist, die Audiospur so ungefähr wiederhergestellt wurde. Wie sie so ist. Ich kann sie ja mal nebenbei hier unten links dann irgendwo mit einblenden. Hier sieht man auch die Audiospur hier nebenbei. Wie Scribble Notes läuft. Das ist wie so ein komisches Fernsehen gucken. Nur einfach dazu noch irgendwas quatschen, was wahrscheinlich keinen Sinn ergibt. So, denke ich mal,
wird es sein. So, ich sag auf jeden Fall hier von der Kamera erstmal wieder Tschüss. Wenn es funktioniert hat, werdet ihr die Kamera sehen. Wenn es nicht funktioniert hat, dann natürlich nicht. Ansonsten sage ich hier mit der Kamera auf Wiedersehen. Und das war einfach mal so ein kleiner Test so für zwischendurch. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein Tschüss. So, wenn es jetzt wirklich geklappt hat. Ich weiß es nicht. Die Aufnahme läuft immer noch. Ich muss sie noch abbrechen. Ich bin ja mal gespannt, wie es aussieht. Ob es was geworden ist. Ob man sich das zumuten kann. Oder... Es sieht schon ziemlich komisch aus von dem Lichtverhältnis her. Ich glaube, ich hätte das Lichtverhältnis doch irgendwie ein bisschen anders machen sollen. Weil auch das große Mikrofon jetzt direkt vor meiner Nase steht. Dadurch sieht es, glaube ich, irgendwie ein bisschen käsig aus. Warte mal, ich gucke mir das nochmal kurz an. Vielleicht. Alter, ich weiß, ich quatsch euch mit hier irgendwelchen Sachen voll, die überhaupt nicht zu Scribble Notes gerade passen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen blöd, dass es nicht funktioniert. Ihr hört wahrscheinlich jetzt gerade noch den Ton nebenbei, weil die Digitalkamera nebenbei sogar noch tatsächlich Ton abgeben kann. Und dann muss ich mir das mal kurz nochmal angucken, wie das gerade geworden ist. Oh doch, kann man das? Vielleicht versuche ich das mal irgendwie so als nebenbei dann noch als Webcam mit einzufügen oder als kleine Facecam. Vielleicht kriegt man es noch hin, vielleicht kriege ich es hin. Ich werde es ausprobieren. Und ich würde ja gerne auch als Dauer sowieso mal eine Webcam oder eine Facecam mit reinhauen. Aber irgendwie, werden wir einfach mal ausprobieren. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Denn ich würde am liebsten auf Dauer so eine kleine Facecam, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Nur das Problem ist, ich kriege es noch nicht hin, weil ich jetzt hier gerade so mit Digitalkamera habe es gerade mal probiert. Und meine richtige Webcam, das kann ich mit der Kameraqualität überhaupt nicht zumuten, glaube ich. Ich werde es einfach mal ausprobieren. So gut, jetzt haben wir genug gequatscht hier mit der Kamera. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich werde mal versuchen, ob ich die Facecam mit reinhaue, ob ich das hinkriege, ob das irgendwie die Qualität zulässt. Wenn es zu grauenvoll ist, dann werde ich euch das einfach mal unterschlagen. Aber ich wurde ja auch schon öfter jetzt gefragt nach Facecam und so weiter und so fort. Da will ich ja jetzt eigentlich auch mal den Leuten vielleicht auch mal so den einen oder anderen Gefallen tun und vielleicht dann doch mal die Facecam mit reinhauen. Ist ja eigentlich auch gar nicht schlimm. Aber ich fand es zum Beispiel mal ganz interessant, weil ich jetzt schon öfter darauf hingewiesen wurde. Vielleicht wage ich einfach mal einen Versuch und versuche die damit irgendwie mit einzubauen, dem Video so kurzzeitig anzupassen irgendwie, wie es gerade klappt. Und dann machen wir das einfach mal. So einfach mal so aus Spaß. Vielleicht ist einfach jetzt mal so eine kleine Scribble Notes Aufnahme jetzt hier, die so ein bisschen, ja, also vielleicht so ein bisschen chaotisch endet. Aber das macht ja auch nichts. Dann gönnen wir uns einfach mal, machen wir ja sonst nicht. Und auf einfache solche Infovideos will ich eigentlich auch verzichten, weil, ist auch nicht so unbedingt der Reißer, finde ich. Aber wir werden das einfach mal gleich dann testen. Wenn ich das mal render jetzt bis jetzt brauche, ich glaube ich noch nicht. Doch, ich könnte es nachher mal wagen. Das sind dann noch ein paar Minütchen und dann erst kommt ja meine Zuschaltung, das heißt, ach, das wird noch ein paar Folgen dauern, bis ihr dann die Facecam mit drin habt. Aber gut, ich werde es mal probieren. Vielleicht kriegen wir es hin. Wäre doch mit Sicherheit auch mal eine ganz schöne Sache. So, wir sind jetzt hier gerade bei unserem Kartenmenü. Hier kommt gerade ein schönes Feldchen noch mit hinzu, was wir uns erarbeitet haben, weil da hinten haben wir noch so viel offen. Und ich werde mal eben noch nebenbei mit reinschmeißen. Wir haben da irgendwo noch Sachen offen gelassen. Ich weiß nicht, wenn ihr da noch so ein kleinen Rat habt, wenn ihr das so wisst, wie man das noch so, ja, einstellen kann, was man dann noch, wie man das noch so richten kann, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Hilfe ist natürlich auch gerne gesehen. Werde ich mir natürlich auch dann alles durchlesen, wenn ihr hier irgendwelche Sachen habt, die ich da verpasst habe oder die ich komplett falsch gemacht habe oder wenn ich irgendwas übersehen habe, wie auch immer, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben und dann werde ich dann mal vorbeischauen. Und das dann natürlich in einer neuen Aufnahme ganz klar das Ganze dann irgendwie regeln, weil das dann schon aufgenommen ist. Also kann ich da natürlich dann immer erst darauf eingehen, wenn eine neue Aufnahme beginnt. Aber ich glaube, das finde ich eine ganz gute Sache. Ich glaube, das können wir uns erlauben. So, mäkelige Besucher, Start. Was mägeln die rum? Was haben die an uns rumzumägeln? Ach, das war das mit den Gemälden da, genau. Die sollten wir irgendwie...
Es ist eine Ausstellungseröffnung im Museum. Platziere etwas in die Rahmen, was den Besuchern ganz bestimmt gefällt. Ach, das war das ja genau.